halb sieben. Ich weiß, dass Sie da sind. Ja, ich weiß ja mittlerweile auch, dass Sie da sind. Moment. Guten Morgen, Herr... Klute, mit TH vom Ordnungsamt. Heinz, um genau zu sein. Ja, genau. Haben Sie denn meine Briefe nicht erhalten? T. Briefe. Briefe? Sehen Sie, deswegen bin ich persönlich hier. Nummer 4. Keks, komm schnell. Verflixt. Er war schon wieder schneller als wir. Eine Maulwurffalle. Interessant. Eine FFMÜA, um genau zu sein. Eine F was? Eine Fritz-Fuchs-Maulwurf-Überwachungsanlage. So, Keks, so sieht er aus, unser neuer Untermieter. Die spitze Nase, süß, wie Onkel Paule. Onkel Paule? Ja, das ist ein alter Onkel von mir. Er ist kurzsichtig. Und wenn er was sucht, dann macht er auch immer so... Wollen Sie mal sehen? Nein, nein. Warum denn nicht? Maulwürfe sieht man sonst nie. Ja, das ist auch gut so. Maßnahmen zur Maulwurfsvertreibung zu treffen. Vertreibung? Allerdings aus dem gesamten Elchwinkel. Aber was hat er denn angestellt? Dieses Vieh verteilt ja hier überall seine Dreckshügel. Überall? Also ich zähle 5. Die Sache ist ernst, Herr Fuchs. Wir möchten diese Dinger im Elchwinkel nicht mehr sehen. Wir? Ja, sonst gewinnen wir den Wettbewerb ja nie. Wettbewerb? Was denn für ein Wettbewerb? Unsere schönste Nachbarschaft. Auch in diesem Jahr sucht Bärstadt wieder einen würdigen Preisträger. Hohes Preisgeld. Wir wollen keine schöne Nachbarschaft. Und mit dem Preisgeld, da können Sie stehen. Psst, du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. Sich den Hosenboden abwischen, wolltest du sagen? Genau. Mhm. Und weshalb wollt ihr keine schöne Nachbarschaft? Carlo, zeig's ihm. Das sind die Gewinner vom letzten Jahr. Oh je. Wir finden das doof. Hässlich. Schrecklich. So will doch kein Mensch leben. Heinz Klute schon. Und meine Eltern finden das gut. Meine auch. Meine auch. Heinz Klute? Ja. Dieser... Psst. Ihr wisst doch gar nicht, was ich sagen wollte. Doch, Fritz, wissen wir. Andere Nachbarn fragen ja, wenn ihnen die Karotten ausgegangen sind. Ich bin nicht hier, um mir Karotten zu leihen, Herr Fuchs. Ich bin hier wegen Ihrer Gesundheit. Schauen Sie mal. Angefressen? Allerdings. Hab ich noch nie gehabt. Das war der Maulwurf. Seltsam. Der Maulwurf ist einer der größten Schädlinge überhaupt. Er zerstört unsere Gärten, unsere Ernte. Und als Krankheitsüberträger sind die Viecher schlimmer als Ratten. Ich lasse das mal untersuchen, bevor hier noch jemand die Pest kriegt. Und in der Zwischenzeit, Herr Nachbar, können Sie sich überlegen, wie Sie für Onkel Paul eine FFMDDWKFF bauen. Eine was? Eine Fritz-Fuchs, mach, dass du wegkommst. Fang, Falle. Komisch. Letzte Woche war mein Gemüse noch in Ordnung. Da war aber auch der Maulwurf noch nicht da. Trotzdem, irgendwas stimmt hier nicht. Wollen wir doch mal sehen, was Onkel Paule da unten so treibt. Hey, ganz schön flott. Ja, mit seinem kurzen, weichen Fell flutscht er geradezu durch die Röhre. Immer der Nase nach. Denn er hat was gerochen. Doch was? Gemüse, Karotten? Nö, einen knackigen Käfer. Maulwürfe stehen also gar nicht auf Gemüse. Eher auf Käfer, Regenwürmer und was im Boden sonst noch so rumkrabbelt. Guten Appetit. Der Maulwurf riecht und hört seine Beute und kann sie sogar fühlen. Mit sehr empfindlichen Tastzellen, ganz vorn an seinem roten Näschen.
knabbert heimlich eine Made gut versteckt an einer Wurzel. Der Maulwurf findet sie und macht reinen Tisch. So verputzt er jede Menge Pflanzenschädlinge. Gemüse steht also gar nicht auf seinem Speiseplan. Darüber sollte sich doch eigentlich jeder Gärtner freuen. Dann frag ich mich, wer meine Karotten angebissen hat. Die Zähne von Maulwurf Onkel Paul, die sind ja spitz und fein. Beim Menschen hingegen. Nahezu identisch. Aber wer macht denn sowas? Dann wollen wir mal, Herr Fuchs. Ich als freiwilliger Schädlingsbekämpfungsbeauftragter werde Ihnen natürlich dabei helfen, diesen Widerling loszuwerden. Wenn Sie wohl einmal das Ende des Schlauches schon in den Hügel stecken, dann fluten wir seinen Bau und dürfen die Plage sofort los sein. Kommt gar nicht in die Tüte! Herr Fuchs, wenn er Sie jetzt beißt... Sind Sie schon mal von einem Maulwurf gebissen worden? Nein. Ich auch nicht. Maulwürfe sind Insektenfresser und interessieren sich nicht im geringsten für Karotten. Ach, und an welches Tier hat dann Ihr Gemüse angefressen? Ich weiß nicht. Vielleicht Sie? Ich? Warum sollte ich denn sowas tun? Um mich dazu zu bringen, den Maulwurf zu vertreiben. Hab ich recht? Herr Fuchs. Ich habe... ein Traum. Alle Elchwinkler haben diesen Traum. Nur Sie scheinen ihn nicht zu verstehen. Erzählen Sie ihn mir. Ordnung ist etwas Wunderbares. Ordnung ist Schönheit. Aber sie kann nur gedeihen, wenn alle mitmachen. Wenn jeder über seinen Schatten springt. In meinem Traum ziehen alle an einem Strang. Auch Sie, Herr Fuchs. Sie... ganz besonders, wenn Sie einmal erlebt haben, wie glücklich Ordnung und Regeln machen, dann wollen Sie Ihr Leben lang nichts anderes mehr. Das ist mein Traum. Meiner nicht. Bitte? Sie haben Ihren Traum und ich habe meinen Traum. Mit Keks und Maulwurf Paule. Dieser Wettbewerb ist eine einmalige Möglichkeit, diesen verwucherten Elchwinkel in ein ordentliches Wohngebiet zu verwandeln. Und Sie haben nichts im Kopf als boykottieren, boykottieren, boykottieren. Mein Garten bleibt, wie er ist, und Maulwurf Paule, wo er ist. Ich... Sie gehen jetzt, bitte. Und wenn Sie wiederkommen wollen, nur mit Einladung. Verstanden? Noch ist der Wettbewerb nicht verloren. Ich kriege Sie hier weg, Sie und den Maulwurf, alle beide. Das war gar nicht nett von ihm, hm? Aber Onkel Paul lässt sich nicht unterkriegen. Genau wie wir. Guck dir das an, Keks. Die Maulwurfshügel, die bilden einen Kreis um unseren Bauwagen. Seltsam. Was kann das bedeuten? Von oben sieht es etwas planlos aus, doch der Maulwurf ist ja nicht dumm. Darunter liegt ein clever angelegtes Tunnelsystem, in dem er wohnt und auf die Jagd geht. Und weil auch der Maulwurf ab und zu trinken muss, gibt's unten tief im Bau eine Trinkhule, in der sich Regenwasser sammeln kann. Durch die Aushubgänge geht's nach oben, zum Maulwurfshügel. Irgendwo muss ja die Erde vom Tunnelbau an die Oberfläche. Und umgekehrt kommt frische Luft hinein. Die Erde wirft er aber nicht mit dem Maul nach oben, sondern mit seinen Schaufelhänden. Das mit dem Maul kommt von dem alten deutschen Wort Molte für Erde. Also bedeutet Maulwurf eigentlich Erdwerfer. Es gibt ein paar Vorratskammern, damit der Maulwurf auch im Winter etwas zu knabbern hat. Er hält nämlich keinen Winterschlaf und wartet in seinem kuscheligen Wohnkessel in der Mitte der Tunnelanlage ab, bis es Frühling wird. Dort bringt er auch seine Jungen zur Welt. Gut geschützt liegt der Kessel deshalb unter einem Baum oder Hügel oder, na klar, unter
Hinter meinem Bauwagen. Wow, Fritz, was ist das? Bist du zum Maulwurf geworden? Nicht ganz. Das ist unsere FKMG. FKMG? Fritz und Keks? Maulwurf? Guckstation. Wollt ihr unseren Onkel Paul mal sehen? Onkel Paul? Na klar! Schaut, da ist er. Cool. Kann Onkel Paul uns eigentlich sehen? Nein. Ein Maulwurf hat zwar Augen, aber damit kann er nur hell und dunkel unterscheiden. Deswegen habe ich sie ein bisschen dunkler gemacht. So fühlt er sich nicht gestört. Findet er den Weg, wenn alles stockdunkel ist? Ja, ein Maulwurf, der riecht, hört und fühlt. Schau mal, an der Schnauze die Tasthaare, an den Schaufeln und hinten am kleinen Stummelschwanz. So ertastet er sich seinen Weg. Irre. Was ist das? Ah, das ist sein Wohnkessel. Da hat er sich richtig gemütlich gemacht, was? Ja, aber ich glaube, Onkel Paulo ist eine Tante Paula. Das glaube ich ja nicht. Deswegen hat Paula ihre Burg unter meinem Bauwagen gebaut. Ja, weil sie mit ihren Babys dort am besten geschützt ist. Ja, ganz genau. Ein einziges Drecksloch. Na, wartet nur ab. Noch habe ich den Kampf nicht verloren. So wie wir Herrn Kluto kennen, wird er niemals aufgeben. Macht euch keine Sorgen. Tante Paula kann so lange bei uns bleiben, wie sie will. Was, Keks? Wer weiß, wie lange sie gesucht hat, bis sie endlich ein so gutes Zuhause gefunden hat. Wer weiß. So ein richtiges Maulwurfparadies, das ist heute schwer zu finden. Der Mensch macht's dem Maulwurf auch nicht gerade leicht. Und kaum fühlt er sich wohl und sicher, kommt es noch dicker, mit viel Regen von oben. Oje, rette sich, wer kann. Im Notfall ist der wasserscheue Maulwurf nämlich ein sehr guter Schwimmer. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Aber schon drohen neue Gefahren. Greifvögel, Füchse und Marder warten nur auf solche Gelegenheiten. In seinem Bau ist der Maulwurf einigermaßen sicher. Dort gräbt er Tag und Nacht, schläft kaum und denkt immerzu ans Fressen. Alle 2 Stunden muss eine Mahlzeit her, sonst verhungert er. Darum kann er keinen anderen Maulwurf in seinem Revier gebrauchen, der ihm das Futter streitig macht. Alles meins. Deshalb markiert der Maulwurf sein ganzes Revier mit Duftmarken. Verirrt sich trotzdem ein Kollege in seinem Tunnel, dann gibt's gleich Saures. Zubeißen kann er. Und auch sonst ist er ein starker Kerl. Seine Schaufelhände können das 20-fache seines Körpergewichtes bewegen. Das ist ungefähr so, als würdet ihr ein Pony hochheben. Ja, hier ist wirklich kein Platz für 2. Der Klügere gibt nach und baggert mal woanders rum. Wo ging's hier nochmal raus? Ah ja, da. Glück auf, Kumpel. Du findest schon dein Revier. Alles Gute. Keks. Was ist denn bloß los mit dir? Pardon. Mit euch. Dass ihr nicht schlafen könnt. Hm? Was hat er denn nur? Hallo? Da ist doch jemand. Hast du was? Frisch aufgewühlte Erde.
Aber nicht vom Maulwurf. Durchgezwickt, damit die Kamera nicht auslöst. Da wusste aber jemand Bescheid. Keks, hier ist was. Hier ist was eingegraben. Was ist das? Jetzt verstehe ich, Keks. Deshalb konntest du nicht schlafen. Du hast nichts gerochen. Du hast etwas gehört. Das ist ja mal gerissen. So ein Ultraschallton können wir Menschen gar nicht wahrnehmen. Aber ein Hund hat ein sehr feines Gehör. Und der Maulwurf ebenso. Ein Maulwurfvertreiber. Es reicht, Herr Klute. Der Klute ist schon aus dem Haus. Dann raten Sie mal, warum. Ja, wegen dem Mundegebell. Nee. Wegen dieser Dinger. Die vergräbt Heinz Klute nachts in unseren Garten und macht damit die Hunde verrückt. Was, wenn es wirklich so wäre? Ist es so oder ist es nicht so? Das ist ja gar nicht die Frage. Die Frage ist ja, haben wir noch Maulwürfe im Elchwinkel? Oder nicht? Nee, die Viecher sind weg. Ach, Gott sei Dank. Vermehrt haben sich die Viecher auch schon. Ne? Bald haben wir eine Plage im ganzen Elchwinkel. Jetzt reicht's mir aber. Die Maulwürfe sind nur hier wegen ihrer nervigen Verscheucher. Die armen Tiere, die können nirgends mehr hin und flüchten sich in meinen Garten. Das ist jetzt aber wirklich Pech für Sie, Herr Fuchs. Bei all den Maulwurfshügeln, da droht ja Absackgefahr für Ihren Bauwagen. Da muss ich leider aus ordnungstechnischen Gründen den Bauwagen schließen und wegschleppen lassen. Aber das können Sie doch nicht machen. Doch. Aber Sie haben Zeit bis morgen früh. 6.30 Uhr. Entscheiden Sie sich, Herr Fuchs. Entweder im Elchwinkel leben wie alle Elchwinkler oder den Elchwinkel verlassen wie alle Maulwürfe. Guten Tag. Naja. So viele Maulwürfe in meinem kleinen Garten, das geht nun wirklich nicht. Wieso denn nicht? Der Maulwurf, der ist ein Einzelgänger. Und so viele auf einem kleinen Fleck, die fangen an, sich zu bekämpfen. Und das ist nicht gut für eine junge Mutter mit ihren Kleinen. Die beste Lösung wäre doch, wenn wir überall die Verscheucher abstellen könnten, oder? Mhm. Dann würden sich die Maulwürfe wieder von alleine ausbreiten. Und wenn sie weg sind, dann droht auch dein Bauwagen keine Gefahr mehr. Leider kann ich nicht einfach in fremde Gärten gehen und die blöden Dinger abschalten. Wir könnten das schon. Ehrlich? Ja klar, sind ja auch unsere Gärten. Thank you.
Schaufeln sind schon ganz groß. Herr Fuchs, Sie schrecken aber auch wirklich vor nichts zurück. Sie meinen die Live-Übertragung meiner Maulwurf-Babys. Nun, Sie dürfen nicht gestört werden und Sie sehen ja, der Andrang ist groß. Geht's den Kleinen gut? Sehr gut. Abgesehen davon, dass Sie uns Elchwinklern den Wettbewerb unserer schönen Nachbarschaft vermasseln, jetzt haben Sie auch noch Hausfriedensbruch begangen, sprich in fremden Gärten Eigentum zerstört. Ich? Das waren wir, in unseren eigenen Gärten im Übrigen. Interessant. Wirklich ungewöhnlich. Darf ich fragen, wer Sie sind? Loretta von Wannenseen. Mein Kollege Hans-Sebastian Schmidt. Wir sind die Jury für Bärstadts schönste Nachbarschaft. Und ich muss sagen, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Ja, das liegt alles nur an ihm. Ja, einer muss vorangehen, damit die anderen verstehen. Ich habe den Maulwurf so noch nie gesehen. Hans-Sebastian, du? Noch nie. Ein nachbarschaftliches Projekt in Eigeninitiative. Respekt und Neugier für die Natur. Begeisterte Kinder? Ja! Hans-Sebastian? Also, eine tolle Nachbarschaft. Will sagen, Bärstadts schönste. Wirklich die allerschönste. Herzlichen Glückwunsch! Ja. Wir haben wirklich gewonnen? Und wissen Sie schon, was Sie mit dem Preisgeld machen wollen? Ein Abenteuerspielplatz bauen. Sehr gute Idee. Ja! Ja! Wer macht die Fotos für die Zeitung? Herr Klute? Ich. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Ja, nun, natürlich. Aber dann bitte alle schön ordentlich aufstellen. Ja, dann los. Alle hier. Ein bisschen lang. Da kommt Keks. Und alle. Ja! Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks und ich, wir drehen mal wieder eine Runde. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na komm, Keks. Komm. Übrigens, noch mehr über die Folge erfährst du auf zdftv.de.